Und Sie bekommen auch gleich das Wort von mir. Okay, vielen Dank, Frau Präsidentin. Also ich wollte mich erstmal im Haus im Prinzip bedanken für die große Zustimmung, die auch letztendlich unser Antrag erreicht hat. Ich sehe das ein, dass das die Überweisung in den Ausschuss von den Koalitionsfraktionen wahrscheinlich auch das größte Entgegenkommen ist, uns als AfD gegenüber, aber das ist ein Thema, das ergreift uns im Prinzip alle hier, Partei und also ohne auf andere. Ja, das ist ein Thema, das ist für uns alle ein sehr relevantes. Und da ist es wirklich wichtig, dass die Parteien auch da an der Stelle mal zusammenhalten. Und einzig die Grünen scheren hier völlig aus. Und das erschreckt mich tatsächlich sehr, weil ich eigentlich bisher gedacht hatte, wo ich mir überlegt habe, was schreibe ich eigentlich in meiner Rede, auch so, weil ich von den Grünen bisher dazu aus Sachsen-Anhalt wenig gehört hatte, hatte ich gedacht, sie halten sich da doch zurück. Haben sie am Ende nicht getan. Die Ministerin sagt, wir brauchen keine Nord Stream 2-Leitung. Und Frau Frederking ist der Auffassung, wir können das alles mit Wasserstoff lösen, aber so weit sind wir lange nicht. Und die Verknüpfung mit dem Fall Nawalny, der zeigt uns natürlich wirklich, dass das einfach nur ein Vorwand ist, der hier an dieser Stelle genutzt wird, um im Prinzip für die Amerikaner Lobbyarbeit zu betreiben. Und das gelingt ihnen deutlich, das hier auch herauszustellen. Auch wenn Frau Frederking das am Ende abgelehnt hat, dass sie das auch so nicht will. Aber genau das ist ja im Prinzip das Ergebnis ihres Angriffes auf Nord Stream. Was mir wichtig ist, was ich auch noch sagen will, ist zur Frau Ministerin Dalbert zu meinen, wir können an dieser Stelle über Gebäudetechnik und über verbesserte Dämmung, Gebäudedämmung und dergleichen so massiv Energie sparen, dass wir im Prinzip am Ende gar keinen Mehrbedarf haben an Erdgas, wenn wir aus anderen Energieträgern aussteigen. Da bin ich doch sehr überrascht, weil meines Wissens sind fast alle Gebäude in Deutschland mittlerweile gedämmt, jetzt mal außer Kirchen, die müssen auch nicht gedämmt werden, aber alles andere ist im Prinzip gedämmt und wenn ich auf eine Dämmung nochmal eine Dämmung draufbringe, da habe ich keinen nennenswerten Effizienzgewinn mehr. Das heißt nicht, wenn ich die Dämmung verdopple, verdoppelt sich im Prinzip die Energieeinsparung. Das ist ein Trugschluss und ich gehe auch davon aus, dass Sie das eigentlich wissen. Und weitere Investitionen in Gebäudetechnik, die Gebäude natürlich am Ende auch immer teurer zu machen, das bedeutet auch, dass sich nicht mal jeder ein Eigenheim am Ende leisten kann, wenn Sie das alles immer weiter festschreiben. Ja, das muss eben an dieser Stelle auch klar gemacht werden. Und das bedeutet auch, dass die Mieten steigen an dieser Stelle. Und zu guter Letzt will ich auch was zur Energiesicherheit sagen. Also Russland ich hat denke, sich die da ganze bleibt Zeit Ihnen nicht mehr viel Zeit. Sie können, müssen ja, nämlich den letzten Satz formulieren. Genau, als sicherer Lieferant ausgezeichnet. Auch in Zeiten des Kalten Krieges hat ja Russland den Westen geliefert. Also an dieser Stelle können wir durch das Umgehen von Polen und von der Ukraine zwei Unsicherheitsfaktoren Herr Raue, ausnehmen. Das sind jetzt das schon zwei Sätze. Das sollte der Anspruch sein. Aber ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Jetzt sind es sogar schon drei Sätze. Ich hatte ja noch den letzten Satz. Okay.